Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Hier kämpft sich unsere Lok den Berg hinauf mit ganzen 11 km/h. Wow. Ja, ich hoffe, sie hat es bald geschafft. Da merkt man dann doch schon, dass sie nicht die stärkste ist. Wir brauchen Geld. Wann kommt denn hier die nächste Lok? Demnach auch die nächste Zahlung. Die fährt erst. Wow. Da kommt eine an. Sollte dann noch wieder ein bisschen Zahlung geben. Ein bisschen Geld. Die hat ja 35 Einheiten Öl dabei. Und könnte 48 mitnehmen. Haben wir nur nicht da. Aber sie hat es gleich geschafft. Wunderbar. Ist die Frage, ob wir so langsam dann nochmal mit Personenverkehr anfangen. Weil ich glaube, den Warentransport haben wir jetzt erstmal so halbwegs im Gang. Frage ist, wo kämen denn dann eigentlich die Maschinen und die Werkzeuge hin, die hier produzieren? So sie denn produzieren. Haben die schon Material? Nee. Aber sie haben schon Produkte hergestellt. Okay. Ja, das kommt von dort. Und würde dann hier drüber abtransportiert. Oder auch nicht. Weiß noch nicht, woran es da hängt. Oder brauchen wir da eine extra Bahn für? Wie heißt die Haltestelle hier? Geisenhausen Ost. Jetzt muss ich gerade mal auf unsere Linie hier gucken. Das ist Linie 9, oder? Genau. Geisenhausen Ost. Oh, die muss dann natürlich noch weiterfahren. Und zwar hierhin und dann wieder hierhin. Genau. Geisenhausen Zentrum. Weil wir haben ja die Anhänger dabei, mit denen kann sie dann auch damit kann sie nämlich auch Langholz transportieren, also das Holz transportieren. Halleluja, sie ist angekommen. Den Stahl wird er natürlich jetzt nicht in gleich in einem Rutsch wegkriegen. Wir haben dort liegen 44 Einheiten und transportieren können wir 16. Na gut. Das ist noch nicht ganz viel. Ah, wir haben aber schon wieder 4K, also 4000, 7000. Sehr gut, wir kommen wieder ins Plus. Das ist sehr gut. Hier kommt der Erz. Der muss jetzt natürlich warten, bis der Kollege da vorbei ist. Aber mit 7000 können wir leider auch nicht ganz viel an Schienen legen. Also mit Ausweichstrecke ist hier gerade noch nichts. Da brauchen wir noch ein bisschen Geld. Deswegen muss er hier leider warten. Erst dann könnten wir über eine zweite Strecke, über ein Ausweichgleis nachdenken. Oh, schon sind wir wieder im Minus. So, er bremst, aber der hier dürfte jetzt natürlich mit ordentlich Tempo darunter kommen. Bergab sollte er die 14 halten. Was blinkst du hier? Chemiefabrik. Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Ja, würde ich gerne.
Ist nur nicht so einfach, ne? So, hier haben wir ordentlich Kunststoff liegen. Das kann dann unsere Bimmelbahn abholen und dann geht's weiter in Richtung hier. Weiter in Richtung hier, genau. So, was haben wir denn hier noch? Personenverkehr würde ich ja gerne mal ein... Ah, das ist aber ewig weit. Haben wir nicht zwei Orte, die ein bisschen näher aneinander liegen? Geis, Steineck und Bühlerzell. Die könnte man verbinden. Da hätten wir noch Glauchau und Aderstedt. Die gehen auch so von der Entfernung her. Da könnte man dann entsprechend Kutschverkehr einrichten. Das wäre ja zum Beispiel auch kein so großer Fehler. Aber erstmal brauchen wir Knete. Ohne Moos nichts los. Das gilt leider auch in dem Spiel hier. So, da gibt es gleich wieder Geld. Der Zug kommt an. Perfekt. So. Einmal abliefern, genau. Können dann die gleich mitnehmen, die Kollegen. Wunderbar. Dann umdrehen und auf geht's nach Hause. Na, nach Hause ist vielleicht jetzt übertrieben. Ah, der kommt auch gleich an, sehr schön. Der ist jetzt rappelvoll, nehme ich an, genau. Der hat 16 Einheiten Kunststoff und 16 Einheiten Stahl dabei. Der hat ordentlich zu kämpfen. Es geht bergauf, man merkt's. Was natürlich jetzt toll wäre, wenn man zwei Lokomotiven davor hängen könnte. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Kann ich zwei Lokomotiven vor einen Zug hängen? Ich fürchte nicht. Ne, dann, wenn ich zwei mache, dann macht er zwei Züge draus. Stimmt. Eigentlich schade. Oh, der hat schon ordentlich zu kämpfen. So, jetzt geht's wieder leichter. Und ich vermute mal, der hier kämpft auch. Oh ja. 28 Einheiten Eisenerz. Das zieht. Abwärts. Okay. Also da sollten wir wirklich über ein Ausweichsgleis nachdenken. Das passt. Der fährt darüber, so wie er soll. Wunderbar. Er ist ordentlich mit Tempo unterwegs. Sehr schön. Hier geht es aber auch eben entlang. Das passt. Und ich wollte mal gucken wegen Personenverkehr. Genau. Machen wir vielleicht Geisenhausen? Nein, machen wir nicht. Da gibt es keinen weiteren Ort. Die sind sehr weit auseinander. Könnten natürlich... Ja, die sind aber auch sehr weit auseinander. Langenfeld und... Und Hage. Nehmen wir doch Bühlerzell und Steineck. So als Start. Bus. Bus-Trambahnhof. Den brauchen wir, glaube ich, unbedingt, oder? Kann ich auch mit kleinen. Kann ich auch nur damit arbeiten? Das wäre ja noch die Frage. Äh.
da eine hin, da eine. Erste Bushaltestelle gebaut. Herzlichen Glückwunsch. Dort noch. Und dort noch eine. So, dann brauchen wir noch welche hier. Eine hier im Industriegebiet. Eine für den Rückweg. Dass man quasi nicht hier einsteigen muss und erstmal durch die ganze Ortschaft gondelt. Welchen Bereich deckt denn das hier ab? Den, okay. Das heißt, dann können wir eine hier hin machen. Und haben damit eigentlich erstmal den Bereich noch abgedeckt. Okay. Fahrzeugdepot. Straßenfahrzeuge, die können wir mal hier dran bauen. So. Neue Linie. Linienmanager. So, fangen wir mal. Da an. Dort. Dort. Und dann geht's natürlich hier, hier, hier und hier. So. Linie 10 wäre das. Und dann brauchen wir noch Fahrzeuge. Kutschen nämlich. Straßen. Postkutsche. Kaufen wir mal. Was kosten denn die 13.000? Können wir uns ein paar leisten. Linie zuweisen. 10. Schauen wir mal, ob das so geht. Oder ob ich tatsächlich einen großen Busbahnhof brauche. Aber eigentlich sollte das auch so funktionieren. So, die lassen wir gleich mal wenden. Ah, die fahren schon in die Richtung, okay. Auch gleich mal wenden. Braucht ja nicht so dicht aufeinander hängen. Ach, die letzte fährt wieder in die Richtung. Okay, naja, egal. Dann lassen wir die hier noch drehen. Dort lassen wir die mal drehen. Erster Bus angekommen. Schicke einen Bus auf die Linie. Haben wir es geschafft. Sehr schön. Ah, und den können wir dann auch noch. Oder machen wir den noch. Dass wir den auch gleich mal drehen lassen. Dass wir da ein bisschen... Entzerrung reinkriegen. Frage, wie die Leute fahren wollen. Ziel, Arbeitsplatz. Und ob die Linie so angenommen wird. Ah, ich dachte, das steht da, aber das ist erstmal nur munter durchgelaufen. Okay. Kann man machen. Hier ist natürlich Arbeitsplatz. Unsere erste Haltestelle. Unsere ersten Haltestellen. So rum. Ich hoffe, das kommt an. Noch steigen nicht ganz viele Leute ein. Ist auch ein schickes Bild. Ich glaube, das nehme ich dann auch fürs Video. Das macht sich doch ganz nett.
Ja, steigt ein, herein spaziert, meine lieben Leute. Noch sieht das nicht so aus, als wäre schon irgendein Passagier zugestiegen. Da, da, der Erste. Wo will er denn hin? Ins Geschäft, via Linie 10. Okay. Welches Geschäft willst denn du? Okay, in das hier. Und das liegt wo? In Steineck. Okay, er will von... da. Von Bühlerzell nach Steineck fahren. Wunderbar. So lobe ich mir das. Es muss nur noch die Bahnlinie kommen, ne? Oder da kommt ja schon die nächste Postkutsche. Sehr schön. Sind noch nette Häuser, die hier stehen, muss ich feststellen. Postkutschen sind jetzt natürlich nicht die allerschnellsten. Wie schnell fahrt ihr? 15 km/h, okay. Und gleich steigt hier unser erster Passagier ein. Das ist doch wunderbar. Und eingestiegen. Sehr gut. Bin mal gespannt, wann wir die ersten LKWs zur Verfügung kriegen. So, die Linie wird natürlich erstmal überwiegend Verlust machen. Wie klappt das eigentlich hier? Du hast... okay, du hast das abgeliefert. Perfekt. Jetzt geht's weiter nach... hierhin. Perfekt, Anhänger scheinen dabei zu sein, die richtigen, weil er legt hier das Holz hin. Ich hoffe, wir holen es dann noch ab. Aber zumindest ist schon mal die Linie als solche akzeptiert. Sehr gut. Jetzt geht's dann gleich erstmal in den Tunnel. Hier haben wir es noch einspurig, weil hier fährt eh nur der eine Zug im Moment. Von daher. Mit so einer Lok in den Tunnel rein, das ist doch mit Sicherheit eine ziemlich eklige Geschichte. Mit offenem Führerhaus, stark dampfend, qualmend. Das ist doch bestimmt eine ziemliche eklige Angelegenheit. So, warten wir noch, bis sie hier ankommt, ob sie auch tatsächlich das Holz mitnimmt. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, auf welchem der beiden Anhänger. Aber ich vermute auf dem, wo sie auch Stahl transportiert. Bin mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Na, wo bleibt sie? Da. Jetzt kommt sie gleich. Hervorragend. Das kriegen wir eindeutig noch in der Folge unter. Wow, das ist auch ein ganz schöner Anstieg. Da müssen zum Glück die Kutschen nicht hoch. Die können es hier unten abliefern. So, unsere Bahn kommt an. Jetzt bin ich mal gespannt, welche der Anhänger gefüllt werden. Züge können noch deutlich länger werden, muss... Ah, richtig vermutet. Die mit dem Stahl. Okay. So, dann dürfte doch das erste Holz hier ankommen. Stahl hat er, Kunststoff hat er. Stahl hat er schon verarbeitet. Wow. Das ging schnell.
So. Hier wird weiter das Öl transportiert. Da kommt auch gleich unser Zug an. Hoffe ich. Man hat manchmal das Gefühl, man muss echt schieben. Aber er schafft es dann doch irgendwie. Wenn auch langsam, da hoffe ich doch, dass wir bald neuere Loks kriegen. Das wäre echt sehr nett. Ich weiß gar nicht, wann die ersten neueren Loks dann kommen. Das haben wir gerade 1860. Aber ich hoffe, sie kommen bald, dass wir die kleinen hier ablösen können. Und nochmal schnellere Züge haben. Und kräftiger vor allen Dingen. Weil hier haben wir ja einfach auch das Riesenproblem noch. Wieso transportieren die kein Öl mehr? Produktion 0. Warum? Hatten wir keins mehr dort? "36 Einheiten im Lager. Gibt's eigentlich keinen Grund, nicht zu transportieren, oder? Ah, die bringen jetzt auch das erste Öl wieder mit. Okay. Liefern ab und holen neu. Gut. Wie viel hast du jetzt dabei? Null. Das ist wenig. Würde mich mal interessieren, warum hier die Produktion gestoppt hat. Hat man tatsächlich kein Öl mehr da? Ich weiß es nicht. Hier kämpft sich die Lok durch mit 10 km/h. Wow. Und dann kriegen wir hier auch das Holz hin. Dann haben wir alles dort. Dann müssen wir nur noch an dem Intervall arbeiten, dass das Ganze ein bisschen schneller dorthin kommt. Und hier ist auch voll. Da kommt der Zug. 9 Einheiten Öl, das ist nicht viel. Gar nicht viel. Kein Wunder, dass sie auch wahrscheinlich brauchen die hier einfach nicht mehr im Moment, wenn wir es ganz. Ah, okay. Ja, die haben 116 Einheiten im Lager. Okay. Das Problem erkannt. Wir haben keinen Bedarf mehr. Oder nicht den Bedarf, den wir können. Wir können den. Ja, müssen da mehr Kunststoffe abtransportieren. Was nicht so ganz einfach wird. Bräuchten wir noch ein paar mehr Kutschen auf der Linie. Das könnte natürlich sein. Haben wir diese ominöse Linie 4 eigentlich noch? Haben wir noch. Die löschen wir mal. Die hatte ich wohl mal schon angelegt und noch keine Kutsche drauf. Linie 5 ist die Linie unserer Wahl. Wie viele Kutschen haben wir denn da drauf? Linie, da haben wir schon eine ganze Menge. Sind das immer noch zu wenig? Dann bringen wir noch mal ein paar mehr hin. 1, 2, 3, 4. Linie 5. Ach so, das ist Getreide, okay. Linie 5.
0 von 4. Wieso holt die keinen Kunststoff ab? Das ist natürlich ein Problem. Kann sein, dass wir da wieder Kutschen umverteilen müssen. Der fährt jetzt hier los, aber leer. Hat er natürlich den Vorteil, dass er nicht ganz so langsam unterwegs ist. Und ja, ich würde sagen, dann beenden wir auch mal die Folge für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch... Können wir gerade nochmal nach dem Personenverkehr gucken. Ja, das sieht gut aus. Der entwickelt sich. Hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir hier uns weiter um unsere Karte kümmern. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.